Herr Ratspräsident, Frau Kalniete, der Bolschewismus, der Totalitarismus, der Maoismus, der Nationalsozialismus haben unendliches Leiden hervorgerufen und unzählige Opfer zu verantworten. Und Sie haben dem gedacht in würdevollen Worten. Aber es war unwürdig, die Opfer des Totalitarismus zu instrumentalisieren, um jetzt gegen populistische Bewegungen auszuholen. Herr Ratspräsident, Karl Marx war kein Populist. Nigel Farage ist kein Nazi. Die Fünf-Sterne-Bewegung besteht nicht aus Bolschewisten. Es ist falsch, die Unterschiede zu verwischen. Und wenn Sie das tun und wenn Sie die Opfer des Nationalsozialismus und des Bolschewismus und des Maoismus so instrumentalisieren, dann geben Sie zu erkennen, dass Sie einen Anspruch auf Meinungsführerschaft haben, der sich gegen jede Form von Protest richtet. Einen Anspruch auf Meinungsführerschaft, der seinerseits dann etwas Totalitäres hat. Applaus